Das ist der Apollo-Kern oder was? Ist wieder so ein Terminal. Schauen wir uns mal an. Okay, Selbstregulierung und Android-Wartung. Sicherheit durch das Entfernen von Syntheten, Selbstbestimmung. Verzögerungsfreie Kommunikation, keine Interferenzen, blitzschnelle Datenübertragung auf der Station. Zuverlässig, leistungsstark, selbst erhaltend, ein echtes Siegsen-Produkt. Ah, okay. Waren nur ein paar Informationen, was der Apollo-Kern gut kann. Okay, jetzt kriege ich langsam Angst. 4 Batterien, jetzt gucke ich mal. Und jetzt die auswechseln. Haben wir nur noch 3. Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite vom Apollo-Kern. Da ist auch so ein Android, ey. Wir müssen jetzt auch hacken. So. Und zwar das hier. Das hier. Das hier. Und das hier. Erfolgreich gehackt, das ganze Ding. Verbindung ist aus. Der Weg sollte jetzt frei sein. Beeilen Sie sich, wenn Sie das System überhitzen, werden Sie neu starten. Das wird knapp. Viel Glück. Ripley, Sie gehen immer tiefer in Apollo und Ihr Funksignal wird schwächer. Die Verbindung wird bald abbrechen. Super. Drücken Sie mir einfach die Daumen, okay? Da unten werden Sie einige Hiwis auf Sie warten, Rip. Könnte. Okay, jetzt kommen wir gleich hier. Schalten Sie die Turbinenlüftung aus. Samuels hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffe. Ich muss es versuchen. Ich fand ihn schon immer recht nett für einen Syntheten. Ich auch. Warte mal. Samuels war ein Synthet? War es kein Mensch? Habe ich nicht aufgepasst oder was? Jetzt zieht's ganz schön hart durch. Also wir werden auf richtig viele Syntheten stoßen. Puh, Geronimo, geh mal rein. Leg nicht umsonst so viele Sachen rum. Molotow-Cocktail. Verstecken können wir uns auch, aber das glaube ich bringt eher nichts. Die aggressivere Variante ist. Deutlich. Oh mein Gott. Guck mal, wo wir sind. Ricardo, der Haupteingang ist versperrt. Irgendeine Idee, was ich jetzt machen soll? Ich kann Sie nicht hören, Ripley. Ihr Signal ist zu schwach. Ricardo? Verdammt. Falls Sie mich hören können, finden Sie einen anderen Weg, um Kontakt herzustellen. Etwas stimmt nicht mit meinem Hörer. Was? Damals konnte Ripley direkten Zugriff auf Apollo verschaffen. Dies muss jedoch am Kern im Zentrum des Hauptcomputers geschehen. Ja, wie töten wir jetzt die? Ich würde sagen, erstmal speichern. Ja, und jetzt können wir weiterverfahren und gucken, wo mal, wie wir da hinkommen. Immer schon ein. Jetzt ist die Frage, nehmen wir rechts oder links?
Was? Die Tür ist verschlossen. Da ging gerade ein Synthet entlang. Gucken wir mal, ob die linke Hemisphäre. Ne, da ist ja überall Gas, oder? Ist das Gas? Okay, da können wir nicht lang. Dann behalten wir die EMP-Mine für Notfälle. Wir können uns ja hier eigentlich Gasmaske eingesammelt. Wir haben endlich eine Gasmaske bekommen. Wurde ja mal Zeit, ey. Die war längst überfällig. Spedding, etwas Verrücktes ist gerade passiert. Sevastopol ist vom Markt. Es gibt einen Käufer. Nur Wochen, bis der Laden komplett auseinandergenommen wird. Und auf einmal drehen die sich um 180 Grad. Nach all den endlosen Präsentationen und Touren sind die Verhandlungen wohl doch nicht auf Eis gelegt worden. Jemand im Firmenhauptquartier musste einfach nur mit den Fingern schnipsen. Wir haben soeben eine Bestätigungsnachricht erhalten und da Apollo gerade ein neues Betriebsregelwerk empfängt, ist der Vertrag wohl unter Dach und Fach. Kenntnis hier drüber nur auf Verwaltungsratsebene bei Bedarf, bis die Anteilsinhaber Bescheid wissen. Ziemliche Beförderung, wie? Ach so, Scheiße. Verschlechterte Sicht und so. Okay, wir müssen jetzt also hier durch. Oh mein Gott, ey. Das kann was werden. Gasumleitung. Es muss zum Kern führen. Ohne Strom läuft hier nichts. Fuck. Warte, ich hab hier einen Molotow-Cocktail. Leute, die teilen sich auf, die Penner. Ach du Scheiße. Da kommt noch einer. Ich glaube, die sind robuster, die Arschlöcher. Ach du Scheiße, da kommen ja immer mehr. Scheiße. Verpiss dich. Oh nein. Ich muss gerade flüchten.
Brauche noch eine Sprengkapsel, verdammt. Geräuschemacher. Oh, scheiße. Weg hier. Wir müssen das schnell hacken. Es gibt keine andere Möglichkeit. Linker Serverspeicher aktiviert. Rechter Serverspeicher. What the fuck, wo ist der hin? Dass die spawnt oder so. Ich glaube, der ist die spawnt oder so. Boah, scheiße, Mann. Erstmal speichern. Also ich hätte noch eine zweite Blendgranate. Wir müssen ein bisschen mit Blendgranaten arbeiten momentan. Oder mit Geräusche machen. Ein Molotow ist natürlich auch gut. Aber mit Blendgranaten können wir einiges reißen. Wir müssen jetzt in die rechte Hälfte. Das ist momentan echt spannend. Ich bin echt voll ruhig. Fuck. Ich laufe am besten so durch und dann da hinten rein und dann... Ich komme gar nicht. Ich muss eine von ihnen einschalten, um Zugang zu den Sicherheitsspeichermodulen zu erhalten. Fuck! Scheiße, scheiße! Oh, scheiße. Ich weiß, dass Rennen Unfälle zur Folge hat. Aber wie schalte ich die jetzt aus? Die MP. Alter, da kommt ja noch einer. Oh mein Gott. Alter. Wir klettern jetzt schnell rein hier. Ich hoffe, die Androiden können uns nicht hinterher. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir sind im Kern. So, was gibt's denn hier? Sicherheitszugangspunkt. Speichern. Ich glaube, es wird sicher mal... Ach du Scheiße. Die laufen da alle draußen rum. Die suchen mich. Die wissen, dass ich da bin. Das ist das Problem, nämlich.
Boah, ich bin gerade voll paralysiert, so, also geistlich. Also wollen wir mal den Scheiß aktivieren, ne? Ah. Finden Sie einen Weg, das Sicherheitskapitel jetzt so zu senken, ne? So. Ach du Scheiße, wie kurz das ist. Alter, wie kurz das ist. Alter, welcher Mensch soll das so schnell machen? Das geht ja viel zu schnell. Irgendwo gibt es hier noch so ein Dingens, oder? Aber wie senke ich den Sicherheitslevel? Ich krieg ja nicht mehr den Scheiß hier aktiviert. Okay, finden Sie einen Weg, die Sicherheitskapazität zu senken? Sie haben jetzt kann Ripple direkt zum Abschluss. Dies muss ja am Kern des Dingens geschehen. Von Interesse, hier ist noch irgendwas. Ich hoffe, es ist etwas Nützliches. Ich müsste mich hier durch und dann kann ich hier reingehen. Hier ist aber auch noch was von nützlichem Interesse. Ah, warte mal. Vielleicht. Jetzt soll ich hier zurück in den Schacht gehen, oder? Ach genau, ich habe doch diese Dinge aktiviert, oder? Ach, und jetzt muss ich hier hacken, oder was? Ah, okay. Also hätte ich das schon mal gemacht, oder? Der hat keine Energie. Möchte mal erstmal ein Medipack machen. Boah. Ist gerade echt spannend. Direkt benutzen, ne? So, wir können jetzt eh nichts mehr machen. Das reicht aber noch nicht. Noch einmal speichern. Also dieses eine Sicherheitsdingens, wo man diese Buchstaben finden muss. So, bis jetzt nur Zufall. Okay, das hat geringe Energie, aber den kann man benutzen. Richten Sie Ventile mit links nach rechts und bestehen Sie mit der Ausgabe. Okay. Sollte mir das Leben leicht machen. Okay, jetzt können wir zum Apollo-Kern gehen. Also wir sind ja schon dort, aber ich glaube, jetzt können wir dieses Ding leichter hacken, weil die Sicherheitsstufe etwas geringer ist. Hoffe ich mal. Aber ich warte, dass wir speichern können und dann fange ich direkt an. Ja, ich verstehe aber nicht, warum wir die Gasmaske so spät bekommen haben, weil wir haben ja die Gasmaske erst jetzt bekommen. Ich glaube, wir können dann in diesen einen Raum gehen, wo wir damals auch schon waren. Ja. Bin echt gespannt, was dieser
Apollo-Kern so kann. Komm. Bist du fertig jetzt? Bitte noch einmal speichern und. Okay. Ich speichere noch einmal. Schmeckt ganz schön gut dieses Birne mit Pflaume. Ah, jetzt haben wir auch wesentlich mehr Zeit. Das hätten wir eh nie geschafft. Jetzt bin ich echt gespannt, was jetzt passiert. Wer ist Apollo? Oder was ist Apollo? Ist Apollo die künstliche Intelligenz? Boah, die Trompeten, die waren jetzt gut. Okay. Ich will noch mal kurz speichern. Und dann gehen wir rein. Es kann noch ein bisschen dauern. Aber es ist unglaublich heftig, was dieser Apollo-Kern machen kann. Gesperrt. Es ist alles gesperrt. Ich komme hier nicht mehr raus. Gut, dann speichern wir das letzte Mal. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt schon das Ende ist, aber wir gucken es einfach mal. Ab rein in den Apollo-Kern. Aber nicht jetzt, haha. Dann nächstes Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bei Alien Isolation. Ciao. Jo.